Rettung hier. Die Ox ist X-Rayed. Nicht viel los. Wetter, Uhrzeit. Sternschau. Dann wenn das selbst bei Gengar so wenig abzockt. Auf dem Weg zu einer Panda Quest, Team Rocket entdeckt. Team Rocket ist wieder am Start. Ich habe versucht, den Text zu lesen, um herauszufinden, was der verwendet. Er hat irgendwas mit Bären gelabert, aber am besten einfach alle Typen abdecken. Dann sollte es kein Problem sein. Dann können wir jetzt mal sehen, wie schwer die zu fangen sind, ob die schwerer zu bekämpfen sind oder nicht. Stellt euch mal kurz hier ab, perfekt. Perfekte Lage für euch, Leute. Schon nicht schlecht, der ist schon... Alter, wie viel er von meinem Ente abgezockt hat, und zwar erste Stufe. Hitzekoller. Oh! Wieso hat eigentlich nicht Bisasam, Bisaknoss, Bisaflor? Wieso hat er zweimal Bisasam? Nur so ein Gedanke. Oh! Boah! Ich hab nicht aufgepasst, er ist gestorben! Ich krieg einmal weniger und es ist ja schon schwieriger. Oh mein Gott! Mein Kyuubi stirbt auch! Ui, die sind echt extrem stark geworden. Kein Wunder, dass Bisaflor nicht dabei ist, Mann. Einfach, ja, ich wusste ja nicht, was er hat. Bären, Pflanze. Ja, okay. Weiß nicht. Alter, ich habe drei Bälle oder so, Mann. Zwei Pokémon sind gestorben, weil ich die so auf die leichte Schippe genommen habe. Oh mein Gott. Schauen wir mal. Okay. Gefangen. Ja, den können wir jetzt nicht tauschen, außer wir purifyen den. Was wir machen, weil dafür gibt es ja eine Medaille. Erlösen. Wow, mein erstes. Diese Samen digitiert zu... Kennt ihr das? Sieht original so aus. Ja, wir sind endschlecht, Mann. Ich entwickel den mal durch. Also ich habe nicht genug Bonbons, aber man braucht ja auch. Das zählt ja so wie ein Hut oder sowas. Shiny, Kostüm, was auch immer. Das heißt, du brauchst alle Stufen einmal erlöst, einmal Schatten. Weil sonst bleibt es hier unten der Schatten. Aber ja. Auch zur Panda Quest. Den könnte ich jetzt tauschen. Dann ist halt so wie Lucky halt. Könnte alles zwischen 12, 12, 12 und 100 sein. Letzte Panda Quest abgeholt. Also erstmal, dieser Stop.
Wooden Towers, das sind einfach nur zwei Bäume, was normalerweise ja eigentlich nicht durchgehen sollte. Aber es gibt eine neue Spezialforschung. Entwickle zwei Pokémon. Erstmal die Spezialforschung heißt eine beunruhigende Situation. Entwickle zwei Pokémon, verwende 5 Powers bei Pokémon. Den wollte ich so oder so entwickeln. Und dann pushen. Nächste Folge Max Out Monday wird der auf jeden Fall gemaxt und gepusht. Ja, bin gespannt. Schauen wir mal, was danach kommt, also für Aufgaben. Deswegen, normalerweise kommt es ja immer irgendwann 22 Uhr abends und dann macht man die Aufgaben so lange, bis irgendwie so eine Aufgabe kommt mit machen Raid oder so. Was uns aber nicht stoppen dürfte heute. So, 5-mal pushen auch noch. Power up. So, nächste Aufgabe. Erstmal schauen, was es überhaupt für Belohnungen gibt. 1000 EP, 1000 Staub, ja okay. Lohnt sich jetzt nicht irgendwie ein Ei oder sowas zu aktivieren, so viel ist. Nächste Belohnung. Kamurks. Belohnung abholen. Danke, danke. Ja. Ein Besuch eines Pokestops mit Spark. Wurden wir von jemandem, der eine Organisation namens Team Go Rocket. Okay. Angehört zu einem Trainerkampf herausgefordert. Aha. Fange 2 Krypto-Pokémon. Mache ich. Besiege 3 Team Rocket Go-Glyphen. Mache ich. Okay, es gab eine kleine Verschnaufpause. Ich bin auf dem Weg zu 2 Krypto-Stops. Also ich war schon mal auf dem Weg zu 2 Krypto-Stops, aber die sind alle despawned. Einer sogar kurz davor. Ich habe aber jetzt die Pandir-Quest erfüllt. Nach Merglin versuchen. Oh, komm. Leider nicht. Komm. Und? Also einen hätten wir heute noch. Wir hätten noch mehr, aber nur einen, den ich noch hole. Und letzter Versuch. Boah, so leiden, Mann. Wann kommt der endlich? Ah, noch ein 100er. Alter, ich habe so viele gemacht. Jetzt habe ich 200er. Alter, ich kämpfe hier gerade gegen Team Rocket. Galaxo, Glurak und ich glaube letztes Pokémon Dragonan. Bin einmal hängen geblieben. Musste neu starten. Problem ist, die Pokémon habe ich trotzdem verloren. Also die, die getötet worden sind, haben kein KP mehr. Ne, das letzte ist auch nochmal Galaxo. Ah, Mist. Auf jeden Fall, die sind echt stark, Mann. Die machen mich platt. Was habe ich als letztes genommen? Oh, Dragonan. Ja, schauen wir mal. Ich dachte, sein letztes ist auch ein Drache. Puh. Ich glaube, ich verliere. Also ich habe Machomai als Konter verwendet, aber Machomai stirbt so schnell weg gegen Galaxo. Und er hat 2 davon. Da muss man sich echt mal überlegen, was man verwendet. Das wird knapp. Das wird knapp. Alter, er zockt so schnell ab. Oh, mein Wutanfall kommt noch durch. Nee, ey. Er hat nur so wenig. Wäre mein Wutanfall durchgekommen. Boah, jetzt muss ich mir echt was überlegen. Leute, ich bin weggelaufen vor denen. 3, 4, 5 Versuche. Ich hatte keine Beleber mehr, ich hatte keine Lust mehr. Man muss sich, Belohnung gattern, naja. Man muss sich zu Hause mal überlegen. Beziehungsweise jetzt im Internet haben das bestimmt schon welche gemacht, was so die guten Konter sind, weil das Galaxo hat so abnormal reingehauen. Ich habe es mit Machomai probiert, natürlich Kampfkonter, aber Machomai hat so schnell kassiert. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert, die meisten, die haben so schnell kassiert, ich konnte nicht einmal die Ladattacke aufladen. So heftig war das. Da vorne ist noch ein Stop. Ja, schauen wir mal, was da drin ist und hoffentlich können wir dann die Quest lösen. Die Lohnungsmorgon wahrscheinlich, ja. Wenn der eine Gattern war. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich könnte was Kühles zu trinken gebrauchen. Also der Unterschied ist echt krass. Das war jetzt gerade Glumanda, was halt gar kein Problem ist. Aber Galaxo war halt einfach krank. So, ja, danke, danke. Danke, danke. Erlöse 3 Krypto-Pokémon kann ich machen. Erlöse ein Krypto-Pokémon von Typ Feuer, Wasser oder Pflanze. Also alle 3 einmal. Okay. Das
löst dann beide Aufgaben gleichzeitig. Nette kleine Aufgabe. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, um diese Galaxo Team Rocket-Güppelin zu besiegen. Die war echt stark. Ich habe es fast immer geschafft, es haben halt also Sekunden gefehlt. Yo, was geht ab, Leute? Es ist der nächste Morgen, wie immer. Gestern Abend kam dann noch überraschenderweise ein paar Shinies. Rattern, Smogon, kein Mozi, dafür aber Zubat und Sneeble auch noch. Vier neue Shiny und ja, die paar Sachen erhöht in den Eiern, aber ich habe nicht wirklich Interesse, das zu brüten. Ich habe mir die Brutmaschine auch für übernächste Woche, da ist auch schon der Staubbonus, also ich würde jetzt nicht dafür für die möglichen Shiny jetzt extra brüten. Und dann gibt es auch noch ein paar neue Raids, aber an sich ist da nichts wirklich Interessantes dabei. Hypno ist neu als Dreier, kann man solo versuchen, aber ansonsten. Zurück zu den Team Rocket Stops und den Begegnungen. Vielleicht mache ich noch ein extra Video dazu, aber die sind schwer. Jetzt hat sich herausgestellt, Despota soll gut sein und Mewtwo. Die stecken eine Menge ein und anscheinend sollen Despota Galaxo, Dragon und Galaxo solo fertig machen. Wie krass ist der Unterschied, Mann. Ich werde es auf jeden Fall noch testen, aber Despota soll auf jeden Fall sehr gut sein. Aber schon witzig zu sehen, wie die Leute nicht unbedingt sich beschweren, aber schon Probleme damit haben. An sich finde ich es ziemlich gut, dass es so schwierig ist. Der Anstieg ist halt extrem, also der Vergleich zu davor, wie leicht es war. Und dann auch so von 0 auf 100. Das ist natürlich lustig, aber an sich finde ich es ziemlich gut. Erinnert mich an, wie gesagt, ich mache vielleicht noch ein Video dazu, an Jurassic World Alive. Da gab es auch die Epic Strike Tower und die waren auch relativ schwierig, vor allem für mich als Anfänger. Die Quest war nett. War jetzt nicht so anspruchsvoll, aber alles Zusätzliche finde ich immer gut. Und das war auf jeden Fall eine nette kleine Aufgabe für den Tag so. Auch wenn der Tag richtig heiß war. Ich denke, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf uns zu mit Team Rocket. Die haben jetzt auch noch Hydropi und Dratini hinzugefügt. Also in der Zukunft noch eine Menge Zeugs kommen. Und Giovanni und so wurde auch angeteasert. Also irgendwas mit Giovanni, Events und dies, das. Also da können wir uns auf jeden Fall noch drauf freuen und uns gefasst machen. Aber das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr die Schwierigkeit findet. Hattet ihr Probleme? Und ja, wie findet ihr es, dass das halt so schwierig geworden ist? Was ist eure Meinung? Und in die Kommentare. Ansonsten, das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Euch viel Glück bei den Shinies. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.